In diesem Video geht es um den Schwingkreis. Und der erstmal hier dargestellt. Wir haben jetzt einmal einen Kondensator mit der Kapazität C und eine Spule mit der Induktivität L, die dann jetzt zusammengeschaltet sind. Und jetzt ist der Kondensator am Anfang maximal aufgeladen. Können wir uns jetzt so vorstellen, dass wir am Anfang den Kondensator in der Spannungsquelle angeschlossen hatten. Deswegen erstmal maximal aufladen. Und dann sind jetzt in so einem Schwingkreis elektromagnetische Schwingungen möglich. Was ich jetzt mal hier rechts erklären will, jetzt seht ihr hier rechts vier verschiedene Bilder von 1 bis 4 sortiert, wo dann einmal eine komplette elektromagnetische Schwingung dargestellt ist. Jetzt erstmal mit Bild 1 angefangen. Also im Bild 1 oben links haben wir jetzt erstmal diesen Ausgangszustand. Wir sehen Kondensator maximal aufladen. Maximale Anzahl der Ladung hier verteilt. Deswegen ist am Anfang die Spannung maximal und dann dementsprechend auch die elektrische Feldenergie 1/2 cu² maximal. Und dann auch logisch, dadurch, dass jetzt alle Ladungen hier verteilt sind, haben wir jetzt keinen Stromfluss, weil Strom ist ja bewegte Ladung. Es gibt keine Ladungen, die jetzt hier fließen, also kein Stromfluss durch die Spule. Deswegen halt auch noch keine Feldenergie in der Spule. Dann als nächstes können wir uns jetzt logisch vorstellen, dass dann die Ladung hier oben anfangen zu fließen, zu wandern. Das heißt, die positiven Ladungsfelder wollen dann jetzt hier über den Schwingkreis zu unserem Kondensatorplatte wandern. Das passiert dann auch. Das heißt, nach und nach bewegen sich jetzt die Ladungsträger. Heißt, wir erhalten jetzt einen Stromfluss. Kann man auch mal hier im Diagramm darstellen. Jetzt mal hier auf der X-Achse die Zeit T, auf der Y-Achse der Strom I. Jetzt am Anfang, im Ausgangszustand hatten wir den Strom 0. Dann fängt jetzt der Strom nach und nach an zu steigen. Jetzt wichtig, der Strom steigt jetzt nicht radikal an. Das ist das gleiche Prinzip wie beim Einschaltvorgang bei der Spule. Vielleicht kennt ihr es, dass jetzt hier das Prinzip Selbstinduktion bzw. Lenz'sche Regel, weil dadurch, dass jetzt hier ein Strom fließt, entsteht ein Magnetfeld in der Spule und das heißt, wir haben auch eine Magnetfeldänderung, denn am Anfang Strom 0, kein Magnetfeld, jetzt fließen Strom, jetzt gibt es Magnetfeld und dann durch das ansteigende Magnetfeld haben wir eine Magnetfeldänderung und dadurch, nach der Lenz'schen Regel, nach der Selbstinduktion, gibt es dann einen entgegengesetzten Strom, der halt den Hinstrom entgegenwirkt, deswegen dann der entgegengesetzte Strom führt dazu, dass halt der Strom nicht sofort, sondern halt mit ein bisschen, also ja, allmählich anfängt zu steigen. Aber dann irgendwann ist jetzt hier der Strom maximal, das dann im Bild 2 dargestellt. Jetzt seht ihr, alle Ladungsträger auf den Platten, hier alle positiven Ladungsträger sind jetzt in Bewegung und dann bewegte Ladungsträger heißt, es fließt Strom, der komplette maximale Strom fließt durch die Spule, heißt, wir haben jetzt eine maximale magnetische Feldenergie in der Spule mit der Formel 1/2 Li² und dann im Umkehrschluss, logisch, dadurch, dass jetzt alle Ladungen von den Kondensatorplatten weg sind, haben wir jetzt keine Spannung mehr, Spannung ist 0, deswegen ist die elektrische Feldenergie im Kondensator jetzt auch 0. Das heißt, wir sehen schon mal, wir haben jetzt einen Wechsel von anfangs elektrischer Feldenergie zu jetzt ausschließlich magnetischer Feldenergie. Und dann als nächstes, wir können es schnell ahnen, fängt jetzt der Strom wieder an zu sinken. Und jetzt auch wieder wichtig, gleiches Prinzip, der Strom fällt jetzt nicht radikal auf Null ab, sondern sinkt jetzt allmählich. Auch hier wieder Lenz'sche Regel, weil wir müssen uns jetzt vorstellen, ihr seht im Bild 2, Spannung ist 0, weil keine Ladung mehr auf den Platten. Und das ist jetzt auf den Stromkreis bezogen, so als ob die Spannungsquelle getrennt wäre, heißt, eigentlich müsste man sich vorstellen, dass kein Strom mehr da ist, der Strom radikal abfallen müsste. Aber hier ist nach der Lenz'schen Regel gilt wieder, dass dann dem abfallenden Strom ein Gegenstrom, also der Ursache entgegenwirkt. Heißt, Strom fällt nur langsam auf Null. Dann sind wir jetzt hier, genau an dieser Stelle, wären wir jetzt bei Bild 3. Wir sehen dann, alle Ladungen sind jetzt hier vom maximalen Strom, sind jetzt dann anschließend zur unteren Platte nach und nach haben sich dann da angelagert. Das heißt, im Bild 3 haben wir jetzt hier keinen Strom mehr. Dafür jetzt wieder ist der Kondensator maximal aufgeladen. Wir haben jetzt wieder eine maximale Spannung. Jetzt nur in Gegenrichtung. Ihr seht im Bild 3, Spannung ist jetzt in der Gegenrichtung, ja, wir zeigen in der Gegenrichtung.
Und dann haben wir jetzt dementsprechend jetzt wieder eine maximale Spannung, also eine maximale elektrische Feldenergie. Dafür jetzt wieder keine magnetische Feldenergie mehr, weil der Strom null ist. Und dann geht das Ganze jetzt genauso wie vorher so weiter, nur jetzt alles negativ. Das heißt, jetzt würde das Ganze so weitergehen. Gleiches Prinzip. Jetzt würden, ihr seht im Bild 3, die Protonen befinden sich jetzt, also die Positronen befinden sich hier. Jetzt würden die dann wieder anfangen, von hier zur Oberplatte zu wandern. Heißt, jetzt fängt wieder an, ein Strom zu fließen, weil ja die Ladungsträger in Bewegung sind. Deswegen, wir haben einen Stromfluss wieder nach Lenz'sche Regel wieder allmählich ansteigend, bis dann irgendwann hier wir einen maximalen Strom haben. Das heißt, an dieser Stelle wären wir jetzt bei Bild 4. Ihr seht, alle Ladungsträger sind in Bewegung. Wir haben dann keine Ladung mehr am Kondensator. Ihr seht im Bild 4 einen maximalen Strom durch die Spule. Jetzt dadurch, dass in entgegengesetzter Richtung, haben wir jetzt hier einen maximalen negativen Strom und dann wieder maximale magnetische Feldenergie, keine elektrische Feldenergie mehr, gleiches Prinzip wie vorher. Und dann, ihr könnt schon sehen, dann geht es hier so weiter, dass dann wieder nach und nach der Strom dann sinkt, weil dann halt, ja, gleiches Prinzip wie vorher. Und dann sind wir letztendlich hier dann an diesem Punkt wieder am Ausgangszustand 1 zurückgekehrt. Das heißt, das wird dann wieder unser erster Ausgangszustand. Und jetzt wäre dieser Verlauf eben, also das, was ihr jetzt in den vier Bildern gesehen habt, das wäre jetzt eine komplette elektromagnetische Schwingung. Und wir sehen da halt immer den Wechsel von elektrischer Feldenergie zu magnetischer Feldenergie. Und das Ganze, das könnte jetzt beim idealen Schwingkreis immer so weitergehen. Das heißt, beim idealen Schwingkreis können die Verlauf, jetzt war ein bisschen ungenau, die Verläufe hier immer so weitergehen. Deswegen beim idealen Schwingkreis, wenn wir jetzt keinen Widerstand R haben, dann ist das so. Jetzt in der Praxis und auch in der Realität haben wir immer, haben wir nie einen idealen Schwingkreis. In der Praxis haben wir immer gedämpfte Schwingungen. Das heißt, wir müssen dann noch hier einen Widerstand R berücksichtigen, der dann das Ganze dämpft. Das heißt, in der Praxis würden dann halt die Schwingungen jetzt, ich kann es mal so anzeichnen, so nach und nach ja, abklingen, Stichwort gedämpfte Schwingung, habe ich schon, werde ich noch ein extra Video zu machen. Und jetzt kann man noch hier den idealen Schwingkreis mit wichtigen Kenngrößen beschreiben. Einmal gibt es die Eigenfrequenz F0 gleich 1 durch 2pi mal Wurzel L durch C, L dabei die Induktivität der Spule, C die Kapazität, und diese Eigenfrequenz, das hier ist dann auch die Frequenz hier des Stromverlaufes, heißt, man sieht jetzt, in Abhängigkeit von der Bauteilgröße Induktivität und in Abhängigkeit von der Bauteilgröße Kapazität kann man jetzt noch die Eigenfrequenz und dann damit diesen Stromverlauf beeinflussen, also dann jeweils entweder strecken, sodass halt die Wellen weiter auseinander sind, oder halt jeweils stauchen, dass wir dann halt sehr eng anliegende Schwingung haben. Dann Periodendauer ist einfach der Kehrwert der Frequenz, also dann 2pi mal Wurzel L durch C. Dann Umax ist jetzt gleich Imax mal Wurzel L durch C. Das ist eine wichtige Formel, die man braucht. Und jetzt ist das Prinzip des Schwingkreises, der Name sagt schon Schwingkreis, dass jetzt elektromagnetische Wellen dabei entstehen. Denn allgemein können jetzt elektromagnetische Wellen entstehen, wenn wir beschleunigte Ladung haben. Und das ist ja genau der Fall. Wir haben jetzt hier Ladungsträger, die dann hier bei der Bewegung hin und her beschleunigt werden. Deswegen können jetzt hier beim Schwingkreis elektromagnetische Wellen entstehen. Und das ist halt auch so der Sinn des Schwingkreises, den man sich dann auch zunutze macht. Jetzt ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen C gleich 1 durch Wurzel aus 0 mal R mal Epsilon 0 mal Epsilon R. Jetzt 0 und Epsilon 0 sind Konstanten und R und Epsilon R sind dann noch abhängig vom Medium. Also wenn jetzt der Schwingkreis im Vakuum stattfindet, dann setzen wir einfach 1 ein. In Luft ist das noch ein bisschen anders, oder in einem anderen Medium haben wir dann noch extra Werte, die dann jetzt noch die Ausbreitungsgeschwindigkeit beeinflussen. Und ja, das war es jetzt zum idealen Schwingkreis. Jetzt habe ich noch in einer Playlist extra zum Schwingkreis noch andere Videos zum Schwingkreis veröffentlicht. Verlinke ich mal eben hier rechts. Und ich verlinke jetzt noch meine Chemie Mathe und Deutsch-Kanal. Da mache ich auch Lehrvideos, falls es interessant ist. Da gerne vorbeischauen. Und das war's dann. Da haben wir zu diesem Video.